Systems hack, systems hack. Please! My son's Dad, not a Dorsey! I hope you die slow! Let him go! To the 100 stinking families! We should build some more watchtowers around the garden. Dorsey slipped right past the ones we've got. Yeah. Well, now, you must be the Rangers. I'm the sheriff around here, but you can call me Daisy. Old Saul tells me you're a bunch of badasses, and I ain't one to turn away a badass, especially at a time like this. I reckon you already heard all about the Dorsey raid, so I won't bore you with the details. Suffice it to say, we whooped 'em good, and the survivors are holed up in the Garden of the Gods with a bunch of hostages. Thing is, I lost a lot of marshals. My boys and girls are tired and beat up. You want to make some fast friends around here? You could go into the garden and speak to those Dorseys for us. Maybe find out how the hell they got into the city in the first place. And by speak, you mean shoot the everlasting shit out of them and save those hostages, right, boss? Quan! I hear you're some fancy liaison now. Old Saul taking my people without even asking? How dare he? Anyway, yes, you rascal. That's exactly what I mean. But question him first, you hear? Ma'am, yes, ma'am. And I'm glad to hear it. The job's easy enough, if you like using bullets. So, jetzt sollte die, hatte das Mikro aus, sorry. Now the Dorsey's hostages are from the fancy side of town. 100 families folk. Try to get them out of there alive, or I'll never hear the fucking end of it. And please, take young Miss Weston with you. I need that girl out of my hair. In fact, I'm gonna insist. I'm telling Lupinski not to let you into the garden without her. But don't worry. She knows which end of the gun the bullets come out of. Go in there and kick some ass, Rangers! Okay. I'm not sure why the sheriff didn't assign me marshals, but, well, beggars can't be choosers. I am the Miss Wesson she spoke of. Lucia Wesson, daughter of Percival Wesson and Maria Reyes of the 100 Families. As Sheriff Daisy told you, they and some of our neighbors were taken hostage by the Dorseys, and I mean to free them. All of them. So, I... No good traitors, that's what they are. Used to be 100 families, like us, but rotten. Backstabbers, every one of them. At least that's what my father says. They rebelled against the Patriarch before I was born, and were driven from the city. I was always told they were dead and gone. It seems I was misinformed. Okay, was ist dieser Garten der Götter? Chef David hat nichts davon gesagt. It's a project of the Ward family. A showcase for their know-how.
They grow food there using the latest technologies. Colorado Springs leads the world in science. Yeah. But there are plenty of places to hide in the garden. The Dorseys could be laying for us anywhere. We shall have to be cautious. Bevor wir irgendwo hingehen, reden wir zuerst über deine Kampferfahrung, genau. Certainly. My father taught me to shoot almost before I could walk, and I'm the best shot in the city. Oh, it's true. She's a prodigy, all right. Also a pain in the ass. Hast du schon mal jemanden getötet? No. There's no need to worry that I will be shy about pulling the trigger. I promise, strangers, if it is to save my family, I will not hesitate. Also gut. At last. So, dann gucken wir mal. Kann man da irgendwas geben? Nee. Kohle hat sie ja eine. Das passt, da könnten wir die Pappgun geben. Ja. Könnten wir machen. Gucken wir da noch was. Eigentlich könnten wir so eine Zweitwaffe geben, aber... Ja, geben wir einfach mal hier so eine Zweitwaffe. Ist ja okay. So, sie hat die Handfeuerwaffen. Und hier. Okay, ich würde sagen, dann... Soll das aussehen? Genau. Okay, dann... Let's go. Nochmal Richtung Garten der Götter. No mercy on your soul! How does it feel now? Colorado! Extra, extra! Das gucken wir uns später mal in Ruhe an. Erstmal will ich jetzt hier mal ein paar Aufträge erfüllen. Ich muss erstmal auch steigen, muss mal meine Einheiten da ein bisschen zusammenführen. Martha, why else would I even keep a shotgun around if and I don't use it? Garden of the Gods is just north of Market Square. Marshal Lupinski should be out front. Scared of a scrawny old man? I don't know why I trust. A scrawny old man with a shotgun? Hang on, I'm not that old. Oh, Josiah, just put down the gun and let someone else handle this, all right? My husband's a Come out of there, you sons of bitches! Josiah, come on! Don't provoke them! But they're in my shop! They might ruin my stock! Guck mal, was läuft denn hier für eine Scheiße? Ich würde gerne mit dir reden. Und dir? Sarnet, you Dorsey Peckerheads, get on out of there! So, der alte Mann brüllt in einem nahegelegenen Laden und fuchtet mit seiner Schrotflinte herum. Hush up now, Josiah, you can't go in there alone. They'll kill you. You think I can't handle myself? I've put down worse than these in my time. Since when? You've been a shopkeeper all your life. So, als sie euch bemerkt, huscht ein Ausdruck der Erleichterung über ihr Gesicht. Will you help me talk some sense into this old fool? If he goes after those Dorseys, he'll get himself killed. Das ist nicht erledigt. Some of those Dorsey bastards are hiding out in my shop. My shop! Finest clothing store in the whole dang town. So I'm going in after them. Ja, komm. Thank you. Keep an old man from killing himself, will you? Killing myself? Can't you pretend to have some faith in me, Martha? Especially in front of these soldier types? Er schüttelt den Kopf und dreht sich dann zu euch. You do this, you'll get a nice discount at the shop. Assuming I still have a shop by the time it's all over. Klingt doch gut, well, vielleicht können wir bei denen später einkaufen. On, ich weiß es nicht. Dann gehen wir mal rein.
So, lass uns mal gucken. Shit, Heartlanders! We thought you was all dead! Back off! Hm. Komm mal hier hin. Hier hin. Du kommst hier hin. Kommst hier hin. Und Lucy. Dann hier hin. I done told you! Don't come any closer! Was machen wir? Ja, wir gehen auf die Fallen. Nah, you're right. We're gone. Wir gehen? Nice get up. Okay. Thanks again for taking care of those Dorseys. We'll clean up the old store and make it good as new. Pretty soon we'll be selling suits, pants, hats, and all the rest. Finest garments in town. And here, a little token of our appreciation. Come on back after we reopen the shop. Mal gucken, was haben wir denn hier? Erstmal machen wir hier mal ein bisschen das Zeug auf. Munition. Erste Hilfe. Ja, wunderbar. Uralter Liebesbrief. Ja. So, was haben wir hier noch? Was? Mit dem kann man jetzt kaufen oder so? Noch kurz mit dem quatschen. Come on back after I open up my shop. Also, hat er nicht offen. Okay. Ja, wenn wir mal einen Blick behalten, vielleicht kann man dem echt so ein bisschen so Rüstung vielleicht später oder irgendwas. Mal gucken. Okay, dann let's go. Wir müssen... Oh, schade, wo müssen wir jetzt hin? Hier nicht. Auch hier lang, ne? This here's Market Square. The Arapaho Garage is just outside the city gates. My old friend Doc Parker Jesus, set up a clinic. Jesus, Parker's the best doctor in town. That's a bomb under my stall, ain't it? Be a hell of an asset if we can persuade him to join the Rangers. Careful, though. Haben wir quatschen, the doc ne? is prick. Holy mackerel! Better stay back from my stall. Those goddamn Dorseys dropped a landmine under it. Okay. Kannst du uns trotzdem etwas Ausrüstung verkaufen? Oh, thank God. You'd be doing me a shell of a favor. Okay. Nehmen wir das. Jupp. So. Wäre erledigt. Wish I could get these Flipper and Marshals to take care of the dang bomb under my stall. Ich hab das Ding noch nicht. Achso. Really? That's great news. Here's a little something for you. Oh, wieder Geld gekriegt. Back in business. Ja, wunderbar. Jetzt müssen wir hier hin. Mascha Lupinski. Unrasiert und ungepflegt. Er schiebt sich seine nicht angezündete zur Hälfte bereits gerauchte Zigarette in den Mundwinkel, während ihr euch nähert. I heard we had some new arrivals wash on in. Military types, they said. Can't really see the difference between you and the ordinary class of mercs. Well, much as I'd love to shoot the shit with you tryhards, Sheriff Daisy said to let you go on in. So? Marshal Lupinski, I expect you to moderate your language in the presence of a young lady. My apologies, Miss West. I meant no disrespect. Best of luck to you and your companions here. Okay, no wir wissen ja, was da ist. No room for amateurs in this town. You hear? No room.
Wir wissen ja, was da ist. So, alle da. Aber dass alle da sind. Dass ich das einen vergessen habe. Aber der müsste ja automatisch nachziehen, glaube ich. So. Hello. Whoever this is, Bellamy Ward. There are Dorseys all over the garden. I'm pinned down on a high ledge. Can you reach me? Okay, wir sind gerade theoretisch nicht versteckt. Wir kümmern uns um die Dorseys. Oh, thank God. I'll call out if I see you. As long as it's safe. Okay, ruf plus eins. You on the ledge! Hands up! Oh no, they found me. Ja, konnte natürlich nicht die Füße stillhalten, ne? So, erstmal gucken, ist hier irgendwas? Wow! Eine Kiste kriegt man da. Ey, cool. Scharfschützengewehr 50, 69. Oh, das muss ich jetzt mal gerade angucken. Ich habe so das Gefühl, könnte mich aber auch irren. Nein, 50, 69 irre ich mich gar nicht. Geil. Also so 49, ja. Aber viel, viel besser. Ja, dann machen wir das doch. Ach, ich habe jetzt die Waffenmodifikation, ne? Aber kritischen Schaden, das können wir doch schon machen, ne? Wie viel Rohr? Ja. Ja, wunderbar, perfekt. Das hat sich ja mal voll gelohnt. Okay, also mal gucken, wie wir das jetzt machen. Ja, den Scharfschützen schicke ich am besten da hoch. Sichtradius, ne? Tells me you're a man of questionable morals, Mr. Kwan. Well, that's why I'm on the payroll. Somebody's got to get their hands dirty, so good folk like you can keep your hearts clean. That's not how Colorado Springs works, Mr. Kwan. That's how you work. Huh. I'm sure you know best. Scharfschützengewehr. Sehr schön. Dann würde ich sagen. Wir starten mit dem Scharfschützengewehr. Kann der mich gerne sehen, wenn ich hier lang gehe? Sehen kann er mich doch nicht, oder? Oh, die Katze ist genial. Und das Gewehr, Hammer. Ist jetzt dein Problem?
Charges wäre. Da habe ich mich jetzt verguckt. Okay. So. Jetzt weiter da hoch. AP, dann kann ich den Hinterhalt hier machen. Das weg. Schuss, ne? Du kommst hier hin. Machst hier einen Hinterhalt. Wäre Infanterie. 5. Ah, der braucht 6. Na, dann musst du hier hin. Und Hinterhalt. Verteidigung. Ja, natürlich wollte mir noch mal einer rein, aber hat keine Durchschlagskraft mehr gehabt. So, Scharfschütze. Der da oben ist tot. Okay. So. Als nächstes. Blood everywhere. Bliss. Vier AP. Du hier hin. Und nochmal Hinterhalt. Bleib mit dir im Hinterhalt. Fünf, acht reicht nicht. Du hier hin. Hinterhalt. Lucy. Da hinten in der Deckung, ne? Ja. Dicht versperrt. Jetzt? Ja, der hat ihn gekillt. Wow.
Okay. Gut. Okay. So, dann, was haben wir da oben? Sturmgewehr 3. Ja, okay, komm. Bringt mir jetzt noch nicht so viel, aber später. Dann plündern wir ja das mal hier alles. Munition, das ist schon mal gut. Munition, das ist auch schon mal gut, wunderbar. Und Munition, perfekt. Okay, Schärfen. So, der Schaft ist aufgestiegen. Ja, das machen wir weiter in die Achtsamkeit. So, Thema Fähigkeiten. Scharfschütze, ja. Dann ist der Scharfschütze jetzt gut ausgerüstet. Okay, da ist nichts. Ach so. Ah, ich habe beim Schalter noch vergessen, sehe ich gerade. Muss ich gleich machen. Dann kannst du mal das hier entschärfen. So, dann. Vorteil habe ich vergessen. Prozent. Präzisionsschlag, Scharfschütze. Wäre. Wir machen erstmal das. Ja, das machen wir erstmal. So. Klappt nicht. Gehen wir mal in den Tresor. Ah, oh, ich krieg den Scheiß-Tresor jetzt nicht auf. Wer hat Nerd? Ich glaub du, ne? Nerd 1. Boah, ob das reicht. Ach so, stimmt. Wir brauchen den Strom. So. Ich hab die falsche Einheit da drauf stehen. Okay. Hier hin. Hier vorne ist vorne der Frettchenwerfer. Ja. Matrix, ah, wieder so eine Kassette. Ja, toll. Dann los. Right. This is Bellamy Ward, PAL operational test number, 110. I've adjusted the angle of the solar collectors by 3.12 degrees to improve the energy transmission from the photonic amplification lenses. I've also attached a more sensitive voltmeter to the test panel, so I can hopefully get a more accurate reading of the conversion rate. Everything's set. Here we go. The photon amplification lenses are operating at 60% ambient light, approximately what we would expect on a typical day in Colorado Springs. Checking the voltmeter now. Yes, it's working. Energy storage is
12% above norm. This is better than I hoped. Now, if I can get the storage rate up to 25%, we'll have surplus power running into the batteries each day. For the first time since the deluge of fire, Colorado Springs will have all the electricity it needs. I can't wait to show this to Theo and Megan. They'll be so excited. Okay, haben wir alles geräumt? Dann hier hin. So, die Oberfläche des Computers wurde mit einem Komischaften-Lanzendesign individualisiert. Eine große Aubergine lächelt und präsentiert etwas, wie ein Spielmenü aussieht. Neuer Charakter erstellen? What? Ich wird ein Weißkolben als Avatar zugeteilt. Er behauptet, euer Name sei automatisch generiert worden. Aber ihr bezweifelt, dass Walz Heißer ein Zufall ist. Was zum Geier läuft denn hier bitte ab? Kann das spielen? Euer Pflanzenarbeiter scheint in einem Wüstengarten zu sein. Er entschließt sich aufzuhören, nachdem ihr eine Reihe von Ereignissen dazu führt, dass alle Kakteen in einem Garten abgeschlachtet werden und irgendein Typ mit einem Luftgewehr beginnt, euch zu jagen. Ja, nochmal. Das gleiche. Gut. Wir gehen mal später zurück, wenn ich dieses Nerd dann da mehr habe. Momentan habe ich es halt nicht. Okay, weitere Minen. Ach, warum läufst du, Idiot, jetzt da rein? Ach. Ja, toll, jetzt muss ich ja noch eine geben, ne? Gut gemacht. Genau das wollte ich, dass du da reinläufst. Genau das wollte ich. Eine Kiste? Ja, wir haben Gesellschaft. Und eine Mine. So, und jetzt entschärfen und nicht reinlaufen. Das Langenserum wird getrunken, um 36 zugeladen, 25% Nahkampfschaden zu verursachen. Verursacht aber auch anstehend 60 zugeladen, minus 2 AP. Ja, für Nahkämpfer gut, aber für meine Belange uninteressant. Gut, hier sollte nichts mehr sein. Dann wollen wir mal. So. Dann fangen wir mal mit dir an. Waffen. Du brauchst jetzt den Polar Express. Nachgeladen, wunderbar. Hier hin mit dir und Entdeckung. Scharfschütze, du kommst hier hin. Erstmal Entdeckung. Lucy, du kommst hier hin. Deckung. Marshall Kron. Kommt hier hin. Und Entdeckung. Das ist die Frage. Kommst hier hin und in Deckung. Und du wirst hier. Kommst hier hin. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, let's go. Perfekt. Warum hast du nicht geschossen? Oh. Das war gerade nicht perfekt. Ja, es haut ja wieder ab daraus, ne? Oh, man.
Moment, warum hat der jetzt nicht geschossen? Oh ja, komm, geh jetzt mit rein. Perfekt, perfekt, perfekt. Yes! Die hat genau gesetzt, aber nicht gekillt. Ja, aber ist okay. So, Scharfschütze. Volle Gewehr. Gib ihm. Sehr gut. So. Hier kann ich jetzt nichts machen. Dann gehen wir hier einfach in Verteidigung. Das könnte klappen, ne? Das will ich mal noch aufheben, vielleicht für die gleich. Deswegen, komm, das schaffst du. Perfekt. Hat eine gekillt. Wir gehen in den Hinterhalt. Hier kann ich eigentlich auch nichts machen. Deswegen würde ich sagen, ab hier in den Hinterhalt. Scharfschütze, Pistole. Und Hinterhalt. Verführerisch jetzt da was zu machen, aber da hätten wir Deckung. Oder? Nee, haben wir nicht. Scheiße. Okay, dann muss ich hier in den Hinterhalt gehen. Deckung. Mach Hinterhalt. Ja, und du? Ja, die hat gesessen. Perfekt. Okay. Scharfschütze. Außer Reichweite. Nee, Quatsch, falsche Waffe. So, nochmal. Wir gehen auf den da hinten. Ja. Komm schon. Yes! Mit kritischem Schaden noch perfekt. So, dann. Ja, leider. Weil sonst hätte ich den jetzt auch gekriegt. Vor. Ja. 60%. Ja. Und nochmal. Yes! Sogar kritischen Schaden gemacht. Okay. Ja, also der Vorteil hier direkt, der Schuss, der hat sowas von übelst gehämmert. Da war er. Hat er keine Chance mehr gehabt. So. Oder 24 Dollar. Rüstung. Schrottrüstung. Brust. Was, man könnte das Ding doch anziehen, kriegt aber minus einen Aktionspunkt. Aber das kann ja nicht sein, weil ich kann sie nicht anziehen. So, was haben wir hier? Das? Auch Stacheln. Okay. Okay. Gut, wir gehen hier weiterhin. Muss ich mal gerade was gucken. Wie läuft denn das jetzt? Ja, ich musste jetzt mal einen Cut machen. Das holen wir noch. Und dann kriegen wir jetzt hier die Rüstung. Optische Ansaugung. Ja, das gucken wir uns dann, würde ich sagen, beim nächsten Mal an. Am Anfang vom Part. Das war's von dem Part.
Man muss sagen, bei diesem Spiel ist Hinterhalt wirklich übelst pervers. Und die Katze, ich glaube, die ist so übel. Die ist so übel, wie die den pusht, den Scharfschützen. Das ist ja Wahnsinn. Und jetzt dieses neue Gewehr, wo der da hat. Es ist wirklich so böse. Präzisions plus 15%, Wahnsinn. Also, das pusht den Scharfschützen übelst. Ah, die anderen müssen auch langsam steigen, weil ich muss da noch so viel machen. Ich will noch diese Führungseinheit haben. Ich weiß nur nicht, wem ich es gebe. Vielleicht ihm, aber vielleicht doch ihm. Ein zarter Hund und noch eine Führung wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Der andere hat halt diesen hinterhältigen Scheiß. Das für Führung Schnuppe egal ist, spielt da gar keine Rolle, würde ich mal fast behaupten. Das hier ist für Schleichen, das bräuchte mein Scharfschütze noch. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ich gebe vielleicht die Führung doch ihm. Die nächsten 3 Punkte hauen wir dann hier in Führung rein. Und bei ihm, dass ich dann bei ihm auf was anderes gehe. Auf was weiß ich noch nicht. Überleben hat ja, glaube ich, die Lucy, ne? Ja. Tauschhandel hat sie, ja. Waffenmodifizierung müssen wir hochmachen, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall wichtig sein. Rüstungsmodifizierung sehe ich es noch nicht so als wichtig an. Nerd muss hoch. Auf jeden Fall. Der Nerd kam als nächstes. Ist sehr, sehr wichtig. Rüstungsmodifizierung, da kann man erstmal die 2 lassen. Sprengstoff, das muss jetzt erstmal hoch. Das hat jetzt erstmal Priorität. Bei ihm Mechanik. Aber sowas von hoch. Mechanik als nächstes. Bei ihm gucken, müssen wir das Schlösserknacken auf jeden Fall machen. Da werden wir als nächstes auf jeden Fall ein Schlösserknacken gehen. Ja, aber sowas von. Hat Priorität. Okay, also ich würde sagen, die Zusammenstellung ist hier ganz gut. Das kann so bleiben. Der Punkt mache ich mir auf, habe ich ja gesagt. Und das Scharfschützengewehr hier zu kriegen, perfekt. Das war's von dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's weiter. Bis dann und ciao.